Liebe Gemeindeglieder, liebe Freundinnen und Freunde der Kirchengemeinde, liebe Schwestern und Brüder, herzlich willkommen zum Predigt-Podcast von Pfarrerin Kirsten Huxel. Wir feiern diesen Sonntag, den 5. Sonntag nach Trinitatis, 12. Juli 2020. Vor der Predigt hören wir von der Klarinette die Melodie des Chorals »Jesus nimmt die Sünder an«. Es spielt Martin Burg. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Lukasevangelium Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Es begab sich, als sich die Menge zu Jesus drängte, zu hören das Wort Gottes, da stand er am See Genezareth. Und er sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische, und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, so dass sie fast sanken. Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst, und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten, ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Liebe Gemeinde, es ist früh am Morgen. Jesus hält eine Seepredigt am See Genezareth. Eine große Menschenmenge ist herbeigeströmt, um von ihm das Wort Gottes zu hören. Sein Ruf ist Jesus vorausgeeilt. Er wird von der Menge so bedrängt, dass er in das Boot eines Fischers steigt, der eben dabei ist, seine Netze auszuwaschen. In der Nacht war Simon Petrus zusammen mit seinen Gefährten wie üblich auf den See hinausgefahren, um zu fischen, doch an diesem Morgen waren sie ohne Fang zurückgekehrt. An diesem für Simon eigentlich trostlosen Tag geschieht es nun, dass er die Schlüsselbegegnung seines Lebens macht. Als er müde und desillusioniert eine erfolglose Nacht in den Knochen hat, geschieht es, dass Jesus just bei ihm ins Boot steigt. Simon soll Jesus ein wenig hinausfahren, damit er vom Boot aus zur Menge sprechen kann, unbedrängt und gut hörbar für alle. Ein Boot wie eine Kanzel, von dem aus Jesus das Evangelium verkündet. Der See ist tief und liegt weit ausgebreitet vor den Zuhörern. Jesu Worte gehen den Menschen zu Herzen.
Sie breiten den neuen Horizont der Gnade Gottes verheißungsvoll vor ihnen aus. Simon hört und erlebt Jesus aus nächster Nähe. Er ist offenbar beeindruckt. Denn als Jesus ihm statt eines freundlichen Dankes für die Gefälligkeit auffordert, erneut auf den See hinauszufahren, wagt er es nicht, diese seltsame Aufforderung abzuschlagen. Petrus ist zwar von der Vergeblichkeit des Unternehmens felsenfest überzeugt, aber noch größer als diese Überzeugung ist der Eindruck, den dieser vollmächtige Prediger auf ihn gemacht hat. Simon vertraut Jesus aufs Wort und fährt mit seinem Bruder Andreas hinaus. Was nun geschieht, übersteigt seine kühnsten Hoffnungen und Erwartungen. Mitten am Tage, wenn es eigentlich unsinnig ist zu fischen, macht er den Fang seines Lebens. Der See tut den Reichtum seiner Tiefe vor ihm auf und überschüttet ihn mit einer Unmenge von Fischen. So groß ist der Fang, dass sie ihn nicht allein einholen können. Die Netze drohen vom Gewicht zu reißen. Daher ruft Simon seine Gefährten, die beiden Zebedäus-Söhne, herbei, Jakobus und Johannes, im zweiten Boot, eilen zur Hilfe. Über ihre beiden Boote ergießen sich nun die Fülle der Fische, die in den berstenvollen Netzen zappeln. Jetzt ist Simon Petrus vollends beeindruckt. Er ist wie elektrisiert. Eine Gänsehaut überläuft seinen Körper. Es ergreift ihn ein Gottesschrecken. Denn er spürt, dass hier gerade etwas Außerordentliches geschieht. Er beginnt zu ahnen, dass es mit diesem Jesus etwas ganz Besonderes auf sich haben muss. Simon erschrickt vor der Aura des Heiligen, die vom Gottessohn ausgeht. Er fällt ihm zu Füßen und erkennt in ihm den Herrn, dem er nur dienen, aber nicht gerecht werden kann. Petrus erschauert darüber, dass Jesus gerade in sein Boot gestiegen ist, gerade ihn ausgewählt hat. Seine ganze Unwürdigkeit und Unvollkommenheit kommt ihm zu Bewusstsein in der Begegnung mit dem Gottessohn. Wenn das Profane auf das Heilige trifft, dann tut sich eine Kluft auf. Es ist vielleicht annähernd vergleichbar mit der Erfahrung, die wir machen, wenn wir inmitten der Hitze und Hektik einer Stadt verschwitzt und ungesammelt eine Kirche betreten. Wenn der Kirchraum uns plötzlich entrückt in eine andere Sphäre der Ruhe und Andacht. Wenn der Mantel des Heiligen uns herauslöst aus der Banalität des Alltagsgeschehens und einhüllt in eine Wolke der Bedeutsamkeit. Petrus ist wie benommen vom Eindruck dieser Begegnung. Er fürchtet sich. Der Boden, auf dem er bisher sein Leben gegründet hat, kommt ins Wanken. Und weil die Fische als eine unübersehbare Fülle ganz leibhaft ausgebreitet vor ihm liegen, sichtbar und greifbar, zweifelt er nicht daran, dass es wahr ist, was er gerade erlebt und sich nicht alles eingebildet hat. Zumal es seinen Gefährten ebenso ergeht wie ihm selbst. Simon, Andreas, Jakobus und Johannes, das ganze Fischerquartett, das Nacht für Nacht auszieht, um gemeinsam zu arbeiten, steht erschüttert da. Doch Jesus will es nicht dabei belassen, dass Simon ihn mit erschrockenen und entgeisterten Augen anstarrt, sondern will seinen Schrecken ins Positive wenden. Jesus spricht zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Jesus reißt für Simons Leben einen völlig neuen Horizont auf. Das Geschehen auf dem See ist ein Gleichnis gewesen, ein Vorgeschmack auf das, wofür Simon Petrus ausersehen ist. Der große Fischfang, ein Zeichen für den großen Fang, den Jesus zusammen mit den vier Fischern im Folgenden vorhat. Sie sollen ihm als Jünger nachfolgen und die Netze des Evangeliums nun nach den Menschen auswerfen. Sie sollen weiter als Team arbeiten, aber nun das Wort Gottes unters Volk bringen. Als Verkündiger, wie Jesus selbst. Simon lässt sich überzeugen und seine Gefährten mit ihm. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach.
Die Fischer werden an diesem denkwürdigen Tag zu Jesu ersten Jüngern. Der Fischer Simon wird zum Menschenfischer Petrus. Der bodenständige Galiläer wird zum Prediger des Volkes, der später am Pfingstmorgen in der Geburtsstunde unserer Kirche seine flammende Pfingstrede halten wird, auf die hin sich 3000 Menschen in Jerusalem taufen lassen. Simon, der damals aufbrach und seine heimischen Boote allein auf Jesu Wort hin verließ, wird derselbe Petrus sein, der später sogar die Grenzen seiner Volksgemeinschaft und seines Landes hinter sich lassen wird, um den Heiden das Evangelium zu bringen. Petrus, der Kleinunternehmer aus Bethsaida, der sich durch seinen galiläischen Dialekt in der Hauptstadt Jerusalem als Landsmann und Anhänger Jesu verriet. Der jähzornige Hitzkopf, der den Mund zuweilen recht voll nahm und doch immer wieder übermannt wurde von seiner Schwäche. Der Jesus die Treue schwört und aufbraust, als die Soldaten kommen und dann in derselben Nacht reißaus nimmt, zaudert, sich davonschleichen will aus Angst vor den Konsequenzen. Der nicht unterm Kreuz steht und ausharrt, als Jesus stirbt, aber am dritten Tag den Auferstandenen trotzdem als erster Jünger sehen darf. Petrus, der erneut gefunden wird und gerufen wird von seinem Herrn. Immer wieder. Der Herr lässt ihn nicht los. Petrus, ein Fels von einem Mann, beeindruckend selbst, aber nicht unfehlbar, nicht ohne Fehl, sondern ein Sünder, wie er bekennt. Simon Petrus, einer von uns, ein Landsmann aus unserer Mitte. Nein, es fällt uns nicht schwer, uns mit ihm zu identifizieren und uns in ihn hineinzuversetzen, denn wir sind so einfach an Herkunft wie er. Auch wir leben in der Provinz. Auch uns fehlt es an Weltläufigkeit an allen Ecken. Unsere Zunge ist ebenso ungelenk wie die seine. Ab und zu ein großes Wort führen, das können wir, aber ebenso reißaus nehmen und im Sturm untergehen. Und manchmal weinen wir bitterlich wie er damals, als der Hahn krähte, während er Jesus verleugnet hat. Wir weinen bitterlich, weil auch wir enttäuscht sind von uns selbst, weil unser Mut zur Nachfolge nicht ausreicht, weil wir uns ängstlich unter das Volk mischen, uns wegducken und bedeckt halten. Wir sind enttäuscht von uns selbst, wenn wir keine Felsen in der Brandung sind, die wir so gerne sein wollen, weil wir immer noch Kleingläubige sind und bei jeder Gelegenheit zweifeln und ins Wanken kommen. Ja, wir können ihn nur allzu gut verstehen. Den starken, wankelmütigen, leicht aufbrausenden Jünger Jesu, der im Jähzorn zum Schwert greift und dem Schallknecht das Ohr abhaut, obwohl er doch stets friedfertig sein und seine Feinde lieben wollte. Wir fühlen es, auch wir bleiben oft hinter dem zurück, was wir sein wollen, vor Gott. Auch wir bleiben leicht reizbar, erdenschwer, haben Angst, bangen darum, ob wir standhalten werden, wenn es drauf ankommt, wenn wir mitten im Sturm auf unseren Glauben etwas wagen müssen. Solange die Wogen glatt sind und wir friedlich durch dieses Leben gleiten, macht es uns nur wenig Mühe, Gott zu vertrauen. Aber was geschieht, wenn der Sturm kommt? Wenn uns ein scharfer Wind entgegenbläst, wenn es anders kommt, als wir planen und denken, halten wir dann auch noch Kurs? Können wir dann weiterhin vertrauen, aufs Wort, durch alle Nacht hindurch? Solange wir uns geborgen wissen im Kreis von Geschwistern, macht es uns weniger Mühe, unseren Glauben offen zu leben. Da sind wir inmitten Gleichgesinnter. Darum ist es so wichtig, dass wir als Christen eine starke Gemeinschaft sind und bleiben, dass wir zusammenhalten und uns nicht zersplittern in kleine, bedeutungslose Gruppen und Kreise und Konfessionen. Denn wenn wir auf uns allein gestellt sind, dann sieht es ganz anders aus. Dann braucht es weitaus mehr Zivilcourage. Es gibt Zeiten und Orte, Umfelder und Milieus, da fällt es uns nicht leicht.
dass wir uns frank und frei als Christen bekennen. Da wird das womöglich für peinlich gehalten oder für merkwürdig und naiv. Ganz zu schweigen davon, dass es Länder gibt, in denen Christen direkt angefeindet werden. Ob auch wir den Mut haben würden, in die Kirche zu gehen, wenn dies eine Gefahr für unser Leben bedeuten würde? Wie 260 Millionen Christen auf der Welt, in mehr als 50 Ländern dieser Erde. Wenn wir uns diese Frage stellen, denken wir auch an die Männer und Frauen der bekennenden Kirche in der Zeit des Nationalsozialismus. Erkennen auch wir die Zeichen unserer Zeit? Sind wir wachsam genug, der wachsenden Schar rechtsradikaler Unruhegeister in unserer Gesellschaft ein klares Nein entgegenzusetzen? Wenn diese etwa unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger jüdischen Glaubens bedrohen, verwerfen auch wir die falschen Lehren und falschen Autoritäten, wo und wann es nötig ist? Oder knicken wir ein und verlieren den Boden der Wahrheit unter unseren Füßen? Ja, immer wieder wird es darauf ankommen, ob wir bereit sind, auf unseren Glauben etwas zu wagen. Vielleicht sogar, dass wir neu aufbrechen müssen. Etwas Ungewöhnliches tun, wie Petrus damals, als er auf das Wort seines Herrn hin übers Wasser ging. Auch das ist unser Simon Petrus. Diesmal ist er ganz bei sich selbst, allen anderen Jüngern vorneweg, klar und stark und bereit zur Nachfolge, wie am ersten Tag, als ihn Jesus weg von seinen Booten rief. Ja, schon damals hat er sich getraut und auf seinen Glauben etwas gewagt. Ganz erfüllt vom Geist der Wahrheit, den er in der Begegnung mit Jesus spürte. Fest und treu im Glauben, wie ein Fels. Wir beginnen zu begreifen. So also hat Gott den Gang seiner Kirche geordnet. Eine einfache Magd, Maria, war bestimmt dazu, den Sohn Gottes in einem Stall zu gebären. Und den bodenständigen Fischer Petrus hat Christus zum ersten Prediger seiner Kirche gemacht, ohne Pomp und Gloria. Dieser Simon Petrus ist tatsächlich zum Fels geworden, auf dem Christus seine Kirche gebaut hat. Dieser Petrus ist ganz so wie wir und ganz so wie unsere Kirche es ist. Einerseits seit Jahrhunderten treu im Bekenntnis zu ihrem Herrn und doch immer auch wankelmütig und kleinmütig, stets in Gefahr, den Sohn Gottes zu verleugnen, wenn es in der Welt gerade keinen Vorteil bringt. Eine Kirche, die sich oft nicht traut, ein bekennendes Wort zu sprechen, weil sie nicht unangenehm auffallen, sondern es lieber allen recht machen will. Aber glauben wir wirklich, dass der Geist der Wahrheit als ein laues Lüftchen durch diese Welt weht? Wenn es wirklich der Geist der Wahrheit ist, dann wird er uns zuweilen wie ein Sturmwind scharf ins Gesicht blasen und uns die Augen öffnen für das, was los ist in diesem Leben. Der Geist der Wahrheit wird es uns nicht ersparen, dass wir mit Reue erkennen müssen, was darin lebensfeindlich und feige ist, worin wir gefehlt haben und was wir versäumten im Leben, worin wir in die Irre gingen. Die Wahrheit kann erschrecken, wie die Begegnung mit dem Heiligen. Aber die Wahrheit richtet auch auf. Sie klärt und befreit. Sie eröffnet Horizonte. Christus weiß, dass wir, die ihm nachfolgen wollen, keine Heiligen sind, sondern Menschen aus Fleisch und Blut. Darum vergibt er uns immer wieder unsere Schwäche, unsere Schuld, unser Zaudern und Zweifeln, unseren Kleinmut. Er nagelt uns nicht fest auf unser Versagen, sondern ruft uns aufs Neue, dass wir diesen Ruf hören mögen und uns durch ihn verändern lassen. Dazu verhelfe uns Gott. Amen. Thank you.
Das waren noch einmal Martin Burg und seine Klarinette. Wir hörten das Lied Eli, Eli, mein Gott, ein jiddisches Lied, geschrieben von Jakob Sandler im Jahr 1896 für eine Operette und unglaublich populär und berühmt als jüdisches Volkslied. Vor dem Vaterunser und dem Segen erklingt jetzt das bekannte Segenslied des Liedermachers Manfred Siebald. Heute würde man Manfred Siebald als Singer-Songwriter bezeichnen. Geh unter der Gnade. Es spielen das Musikteam Jochen und Peter Ziegler. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Adieu oder wie wir sagen, Ade. Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen, geh in seinen Frieden. Was auch immer du tust, geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte, bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst. Alte Stunden, alte Tage, lässt du zögern nur zurück. Wohl vertraut wie alte Kleider, sind sie dir durch Leid und Glück. Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen, geh in seinen Frieden, was auch immer du tust. Geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte, bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder neue Stunden, neue Tage, zögernd durchsteigst du hinein. Wird die neue Zeit dir passen, ist sie dir zu groß, zu klein. Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen, geh in seinen Frieden, was auch immer du tust. Geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte, bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst. Gute Wünsche, gute Worte wollen wir Begleiter sein. Doch die besten Wünsche münden alle in den einen. Unter der Gnade, geh mit Gottes Segen, geh in seinen Frieden, was auch immer du tust. Geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte, bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder wir beten, wie Jesus Christus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch
Frieden. Amen.